Isabella Bravata und ihr Freund Thorsten Büchner suchen sich ihren Weg auf dem Marburger Wochenmarkt. Was darf es denn sein? Und zwar hätte ich gern, habt ihr Süßkartoffeln heute da? Da hätte ich gerne so ein Kilo, bitte. Hier kennen die Verkäufer sie, können ihr helfen. Denn sehen kann die 42-Jährige das Gemüse nicht. Sie ist von Geburt an blind. Ist das groß genug? Ja. Bevor Corona war, standen die Stände halt recht nah beieinander. Und jetzt kann man als Einkäufer halt, hat man viel mehr Platz. Das finde ich ganz angenehm. Aber mit der Corona-Krise kam auch vieles, was schon für Sehende schwierig ist. Mindestabstand, Markierungen auf dem Boden. Das einzuhalten für die beiden nicht immer einfach. Also ich gehe dann auch meistens langsam über so Märkte oder bei anderen Sachen und versuche schon auch sehr viel übers Gehör zu machen. Also wo ist jetzt irgendwo der Stand? Und dann manchmal unterhalten sich die Leute ja auch in der Schlange. Und wo das nicht ausreicht, gibt es Hilfe von anderen. Ist hier die Schlange von Metzger Mike? Ja, die ist ein bisschen da hinten. Ja. Hallo, Freunde. Die beiden haben bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Hallo. Die Leute weisen einen sogar ziemlich, sehr direkt oft hin. Ne? Das heißt, wenn ich zum Beispiel an einer Schlange entlang laufe und das Ende suche, dann rufen die Leute schon, oh, hier ist das Ende und hier können sie sich hinstellen und ich sage ihnen Bescheid, wenn es weitergeht. Oft geht es ja einfacher, wenn die Leute einen einfach kurz an den Arm nehmen oder so einen kurz anfassen. Hier hinter mir ist die Schlange zu Ende. Das ist jetzt noch mal ein bisschen anders. Da wird einfach ein bisschen mehr gesprochen. Und weil ich ja einfach auch nicht mitbekomme, wann bewegt sich die Schlange nach vorne, wann bin ich dran und so. Und deswegen ist das mit dem Mindestabstand noch mal, da ist die Kommunikation noch mal viel wichtiger. Und das funktioniert oft erstaunlich gut. Bitte. Hier ist Karine, ne? Nein, vor mir. Ist doch selbstverständlich. Wir sind Menschen immer noch und bleiben wir auch hoffentlich. Weil es gibt keine schlimmste Krankheit, als nichts mehr Mensch zu sein. Hilfsbereitschaft zusammen durch die Krise. Auch für Thorsten ist das in der aktuellen Situation spürbar. Der heute 40-Jährige erblindet in der Pubertät nach zahlreichen Netzhautablösungen. Ich habe schon das Gefühl, dass so ein bisschen dass die Leute ein bisschen aufmerksamer sind als vorher, weil man, glaube ich, schon so ein bisschen aus seinem hektischen Alltagstrott ein bisschen rausgerissen ist und da dann, glaube ich, schon ein bisschen mehr achtet auf die anderen, die um einen rumschwirren. Ein Gefühl, das hoffentlich auch nach der Corona-Krise bleibt.